Ahoi, ihr Piraten da draußen, und damit heiße ich euch herzlichst willkommen zu der ersten Folge der Sea of Thieves Challenges. In diesem Format treten ich und Jannis in den verschiedensten Challenges, welche in der Sea of Thieves umsetzbar sein müssen, gegeneinander an. Der Gewinner einer Challenge erhält pro Folge je einen Punkt. Insgesamt spielen wir 3 Challenges bzw. Folgen, bevor der Punkte-Counter wieder resettet wird. Bedeutet schlussendlich, die Person, die am meisten Punkte in den 3 Challenges erhält, ist Gewinner und wird somit der Challenge King. Vielleicht lasse ich mir auch einfach einen kreativeren Namen einfallen. Egal. Den Verlierer erwartet hingegen eine saftige Bestrafung, welche ihr in den Kommentaren bestimmen dürft. Bedeutet, die Bestrafung, die in den Kommentaren am meisten Likes kassiert, wird dann auch für die Bestrafung gewählt. Nur einen Gefallen bitte, kein Räumops, Dankeschön. Gut. Labern wir nicht lange rum und starten in die erste Challenge, in welcher Jannis und ich im Solo-Modus ein Skelettfort alleine clearen müssen. Wer am Ende die wenigsten Tode davon getragen hat, gewinnt! Also, viel Spaß! Ich werde den Raid aber ganz normal machen. Ich werde den Raid easy einfach schaffen. Ja. Aber ich lasse dir auch keine Chance. Verständlich. Es sei denn, am Ende verliere ich, dann habe ich dir eine Chance gelassen. Ja, natürlich. Okay, ich bin bereit, die Insel zu betreten. Okay, alles klar, dann drücke ich jetzt auf Aufnahme starten. Und ich betrete die Insel! Alles klar. Und 3, 2, 1, go! Ich habe sie noch nicht betreten. Oh, okay, ich bin auch nicht drauf. Hab mich drüber geschossen. Also jetzt geht's los, Henry. Ja. Okay, alles klar. Jetzt bin ich drauf. Ja, ich auch. Attacke! Los geht's! Willst du noch erklären, was wir machen? Ah nee, die Mats kam schon, gell? Ja, ja, das kam praktisch schon, denkst. Die Leute wissen schon, was wir machen. Oh oh. Wo ist der Raten? Wie, wo ist der Raten? Ich dachte, du bist drauf. Alles gut, ich bin drauf. Jetzt geht's los hier, Alter. Kommt her, ihr Noob-Skelette. Bisher habe ich nur so Nubbels. Nur so weiße, aber sogar ohne Bandana, Alter. Aber, oh, jetzt habe ich ein blaues Bandana. Kritisch. Skelette sind ja so easy, Alter. Das ist so entspannt. Also im Vergleich zu so. Oh, da waren! Was? Ich hab meinen ersten Tod. Good ja, easy, ja. Henry. Ja, ich hab vergessen, dass so existiert. Boombones. Erstmal instant mit dem Schwert einfach drauf geslappt. Ja, easy. Kann man mal vergessen, so, ne? Erst so die geilste Neuerung in Sea of Thieves kann man mal vergessen. Oh. Alter, oh Mann. Ja, ich hab seit Ewigkeiten keine Raids mehr gemacht. Ey, Mann. Vor allem kann man jetzt nicht einfach, wenn man so Goldskelette hat, einfach reinlaufen und sich selbst mit hochsprengen. Das wäre dumm. Ja. Da muss man echt aufpassen. Vor allem, weil die ja auch manchmal echt heimtückisch dann einfach draufschlagen. Vor allem, ich habe keine Pistole dabei. Ich weiß gar nicht, wie ich Boombones jetzt abwehren soll. Wofür hast du keine Pistole dabei? Geh nochmal an dein Boot und hol dir eine. Also du bist doch wirklich crazy. Ah, da sind schon wieder Boombones. Ich bin schon wieder gestorben! Also ich habe das erste Boombone erfolgreich entschärft. Ich hasse dich. Ja, musst Pistole mitnehmen. Bist selbst schuld, wenn du keine Pistole dabei hast. Oh. Alter, ich habe keine Ahnung mehr, wie man Raids macht. Oh. Ich werde angeschossen. Bitte stirb. Nee. Ich habe gleich schon 2 Wellen geklärt. Ich habe gleich schon 2 Wellen geklärt. Easy. Wir können auch auf Zeit spielen, auch kein Problem. Nö, machen wir nicht. Okay, nächste Welle kommt. Sponsors. Weil ich ganz genau weiß, dass du noch sehr oft sterben wirst. Oh oh, die Brick bewegt sich. Was ist denn das? So, jetzt nehmen wir mal die Pistole mit hier. Dafür so, jetzt habe ich eine Pistole, ihr blöden Boomer. Oh, ach du Scheiße! Ich bin tot. Ha! Ja, da sind halt 5, 6 schwarze Skelette mit Shotgun und Pistole, Alter. Da ist schon wieder ein Boombone. Was ist denn los mit den Viechern? Ist doch mega geil. Kriegst du die Wellen super schnell weg. Ich liebe Boombones. Oh lol. Hier ist gerade irgendwo noch eins explodiert. Aber ich hab's überlebt. Alter, gib mir Bananen. Gib mir irgendwas zu essen. Oh Gott, da hat mich gerade fast ein Blitz geschroffen. Blitz? Hast du noch einen Ich Dingsband? Hab Gewitter bei mir noch. Oh, da musst du ja auch immer mal wieder nach deinem Schiff gucken gehen. Mhm. Das ist aber stressig. Da hätte ich ja keinen Bock drauf. Ja, wenn du jetzt nicht sofort Gosch hältst, ne? Vor allem jetzt habe ich Pflanzenskelette! Ja, hä, ist doch super entspannt. Also die sind teilweise schon echt böse. Ich bin richtig lowlife, hab kein Essen mehr. Nein! 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 Oh mein Gott! Wieder ein Boombone. Jesus Maria Josef!
Zum Glück schreist du nicht rum oder so. Da ist die Brick! Das ist ein easy win für mich, würde ich sagen. It's a challenge, please! I'm friendly! Oh Gott! Jesus! Hört sich richtig geil an! Hä? Mich hat ein Blitz getroffen und unter mir war ein Bombenfass! Oh nee, Henry. Ich bin zum dritten Mal gestorben. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Scheiß? Wie viel Unglück kann man denn haben, Alter? Du meinst, wie viel Unskill? Das frage ich mich auch immer wieder. Ich hasse dich, Alter. Weißt du, du hast da so einen chilligen Raid. Ich hab hier Gewitter, Schaluppe, Bombenfässer überall. Ich dachte Brick. Das auch. Mein Schiff geht unter. Achso, du bist dir nicht ganz sicher, ob du einen Brick oder eine Schaluppe hast. People! No, don't shoot, please! Why do you shoot? I told you, you can have all the loot. I'm not interested in it. I am friendly. Jesus Christ! Also ich hab hier echt einen entspannten Raid. Why do you have to be like this? Let's be friends. Why can't we just be friends? Sag ihnen, sie sollen mal nicht diesen machen. Don't make diesen. I have to kill you because you're unkind. Just listen to me, woman. Henry, halt mich auf dem Laufenden. Was passiert? Ja, ich muss jetzt mit denen kämpfen, Alter. Ich muss ja, jetzt die Brücke erstmal versenken. Stell dich mal nicht so an. Geht ja nicht auf Zeit. Mann, Alter. Es geht doch nicht auf Zeit. Das ist doch gar nicht so schlimm für dich. Kannst halt ein paar Mal sterben, ne? Aber... Oh. Ich werde jetzt erstmal entspannt diese Schaluppe versenken. You boys wanted it to be like that. Das ist auch eine Brick. Now we are going to fight because you are bad people. You should be ashamed of yourself. Oh mein Gott. If I was you, I would like to be me. Weißt du, was das Coole ist? Ich habe einfach... Die haben mir meine Curse-Kugeln geklaut. Was für Curse? Wo hast du Curse? Von der Insel. Ist ja crazy. In the name of Poseidon! Oh oh. I summon you to sink! Bin tot. Death number two. Ist ein entspannter Raid bei dir, ne? Ja. Würde ich auch meinen. Ja. Da kommt jetzt auch noch einer entspannt angesprochen. Hello there, good sir. Good sir. It is my duty to please your booty. What is your mission? Oh no, you died and my ship is not going to die because I'm a pro gamer. Die haben gerade einfach ein Bombenfass unter mir gezündet übrigens. Unter dir oder unter meinem Schiff? Naja, unter meinem Schiff ist ja nicht so schlimm. Ich dachte, die hatten es unter dir gezündet. Oh, ist das stressig. Alter, bist du laut. Ach, Alter, halt die Klappe. Es wird gerade auf mich konstant geschossen. Ich habe ein Bombenfass abbekommen. Es gewittert immer noch. Also mehr Action hast du, glaube ich. Also eigentlich hätte ich gar nicht aufnehmen müssen. Nee. Das ist, Stop shooting for two goddamn seconds. Oh oh. Brauch was zu essen. You're just a bunch of pussies. Oh oh. Henry, hier gibt's nichts zu essen! Hoffe ich doch. Ich bin tot. Nummer 3. Ich hab noch gedacht, nimm dir was von der Schaluppe mit. Und dann hab ich gedacht, nee, da gibt's nur Bananen. Hätte ich mal besser. Oh Leute, die haben mich angezogen wie die Profis. Oh Gott, gosh, you're pros. Mit der Harpune oder was? Ja. Premium. Richtig Premium, Bruder. Hab einen getötet. Nice. Hab alle drei getötet. Was ist denn los mit denen? Ich dachte, das sind Pros. Anscheinend ja nicht. Ja, scheinbar echt nicht. Die werden halt jetzt auch noch konstant auf Ehre von der Insel angeschossen. Ich muss jetzt bloß zusehen, dass mein Schiff nicht sinkt. Ja. Das Boah, wär, ist das alles Komfort stressig, dann. Alter. Ja, nein. Oh, mein Schiff stressig, sinkt. Ne? Oh. Nein, mein Schiff ist gesunken! Oh, oh. Mein Schiff. Better don't die.
Mein Schiff ist gesunken. Mein Schiff ist gesunken. Da musst du wohl wieder hinfahren. Ah! Oh, oh. Jetzt muss ich die wohl zerstören. Alter. Aus Rache. Okay, hier sind gerade 4, 5 Bombenfässer explodiert. Da kommt ein Skelettschiff. Aber das ist nicht was. Hello there. Boom! Easy weg. Hello there. My name is Der Delavid and I'm from Germany! My name is Der Delavid. Ich hab sie versenkt! Ich bin der King! Hey, Henry! Der Dela King. Weißt du, was das Schöne ist? Jetzt muss ich mir erstmal keine Sorgen mehr machen, dass mein Schiff untergeht. Ja, du darfst jetzt aber auch nicht sterben. Nee. Also das ist jetzt wirklich kritisch. Was ist das? Kritisch. Was ist das? Kritisch. Was ist das? Kritisch. Dankeschön. Gerne. Oh, nice. Mango. Ananas? Ja. Mango. Das ist doch mega nice. Vor allem raten mal, wer jetzt keine Pistole hat. Weil ich eben, weil ich gekämpft habe und mir dann miteinander was geholt habe. Nice. Ah, hast du nicht Double Gun gespielt? Nee, ich spiele keine Double Gun wie du. Was? In Arena meinst du noch, das ist super geil. Ja, dachte ich so. Dachtest du so? Und jetzt? Was ist seitdem passiert? Ja, jetzt spiele ich einen Raid, jetzt brauche ich ein Schwert. Ach so, ja, okay, ja, alles klar, ja, ja. Aber fürs PvP hast du auch keinen Double Gun gespielt. Nee, da, weil ich da auch komplett durcheinander war, ehrlich gesagt, mit dem. Ja, okay. Es sei dir ausnahmsweise gestattet, 1 gegen 3. Während du eigentlich nur in Ruhe versuchst, einen Raid zu machen. Ja. Ich hab denen ja gesagt, die können den Loot haben, aber die können anscheinend kein Englisch sprechen. Wollten sie halt nicht. Wo sind jetzt die ganzen Skelette? Der Raid ist fertig. Wie deiner? Nein. Nee. Aber ich bin schon gut fortgeschritten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin ehrlich gesagt noch nicht so ganz dazu gekommen. Hast du schon eine Welle fertig? Ja, das tatsächlich. Oh, Respekt. Oh. Ich habe auf den Boom umgeschlagen, bin tot. Gönn ich dir. Wie oft bist du schon gestorben? 3-mal, ne? Ich glaub, 3-mal, ja. Oh, scheiße. Das heißt, ich bin jetzt einen vorne und ich habe nicht gegen Spieler gekämpft. Ist das schlecht? So, jetzt habe ich auch mal eine Welle hier geschafft, Digga. Welle. Aber keine Novelle. Mach mal keine Novelle hier, J.W. Goethe. Keine Novelle. Oh. Da vorne chillt das Skelettschiff. Solange das da chillt, ist ja in Ordnung. Aber wenn das rankommt... So, kurz Analyse, Boombone. Analyse? Ich wusste gar nicht, dass... What happened? Ich darf jetzt erstmal wieder zur Insel fahren. Oh, bist tot? Nein. Das Boombone, ich dachte eigentlich, es wäre noch weit genug weg und ich könnte erstmal die Skelette oben machen. Aber war's, es kam aber dann nicht. Einfach angesprintet und hat den Usain Bolt erstmal durchgezogen. Ja. Gut, ne? Das hatte dann richtig Bock auf dich. Ich mache erstmal lieber mein Fenster auf, sonst denken die Nachbarn wieder, hier ist ein Irrenheim. Du machst es auf? Nee, zu, meine ich. Ich hab gerade gedacht, das Aufmachen ist irgendwie ein bisschen kontraproduktiv, alles gut, oder? Ich bin nicht verrückt. Nein, ich alles gut hier. Alles gut hier, oh, ich kann wieder respawnen. Es ist immer ein sehr ruhiges Erlebnis. Ja, ja. Es ist auch, also ich könnte auch zum Einschlafen einfach mit dir spielen. Ja, ne? Ist ja auch so langweilig. Ich spiele zum Einschlafen auch immer an mir. Spielst du mit dir oder an dir? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss, Bruder. Ah, da hinten ist ja, der Raid. Zum Raid. Oh, ist das weit weg? Ist das weit weg? Ich bin schon wieder tot! Ganz ehrlich, wenn ich heute die Challenge gewinne, Janis, dann krieg ich ein Haustier von dir gesponsert. Dann, ja. Ehre. Was krieg ich, wenn ich die Challenge gewinne? Den ersten Punkt in der Challenge-Historie! Nee, den kriegst du irgendwie, dann sage ich, dass du der krasseste CFT-Spieler bist, wenn ich bei dir bin. Alles klar. Ja, wir müssen uns aber echt noch Bestrafungen ausdenken. Wobei, wir haben ja eine coole Community. Leute, schreibt doch neue Challenges und Bestrafungen für den Verlierer mal unten in die Kommentare. Ich meine es ernst. Ich fahre zu jedem, der Räume reinschreibt und... Drück Alt F4. Ja. FBI, open up! Jetzt fahre ich zum Raid.
Ach, warum fährst du denn jetzt erst hin? Ich bin schon seit einer halben Stunde da. Wenn Jan es jetzt nicht die Klappe hält, dann wird er morgen nicht mehr sprechen können. Ich werde ihm den Mund einfach zunähen, damit er nicht Alter, mehr du bist ein richtiger Psycho, ne? Kein Wunder, dass deine Nachbarn denken, dass da ein Irrenhaus ist. Nein. Ich werde dir den Mund zunähen, wenn du jetzt nicht dein Maul hältst. Jetzt musste ich aber ganz dringend los da, Alter. Erstmal von der Klippe gesprungen. Weil die Fans wieder ankamen. Oh, Captain Wave! Ich hasse dich. Captain Wave! Oh, komm mal, ich bin schon wieder fast am Ding angekommen. Oh, es ist aber ein dunkler Captain, Alter. Das wird aber nochmal stressig. Wie dunkel ist der Captain? Sehr dunkel. Oh. So, Leute, wir sind jetzt offiziell wieder fast am Raid da. Jetzt muss ich einfach nur nochmal kurz den Parkassistenten anschmeißen. Ich brauche hier jetzt mal irgendwie nochmal einen Boomboon, wäre geil. Kraken Watchtower. Das ist nicht mal der richtige Raid. Hä? Ich muss noch weiterfahren. Haha, wie cool ist das denn bitte? Ah, oh, ich brauche noch länger. Ach, das ist doch weiter weg als es. Wie geil ist das denn bitte? Juhu! Ich bin tot. Oh, der ist. Alter, ist der Raid weit weg. Und die scheiß Schaluppe steht an dem Raid. Die Schaluppe. Die Brick. Brick, okay. Also, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich bin gerade nicht gewillt, bei Nacht weiter gegen die Captain Wave zu kämpfen. Da es ja nicht auf Zeit geht, sondern auf Tode, werde ich das, glaube ich, erstmal sein lassen. Ich hasse dich einfach. Ja, man muss auch ein bisschen taktisch spielen. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Megataktik. Nee, sage ich erst später. Also ich merke schon, dass es so eine kleine Tücke hat, nur auf Tode zu gehen. Das heißt, denkt bei euren Challenge-Vorschlägen daran, dass es irgendwie auch besonders sein soll. Weil im Endeffekt, ich hätte mich jetzt auch einfach die ganze Zeit auf meine Schaluppe chillen können und mit Kanonen rüberschießen können. Aber das ist halt Billow. Ja. Machst du das auch nicht? Nein, Johannes, ich habe noch nicht mal die Chance gehabt, irgendwie den Raid zu machen. Ja, musst du mir gleich mal deinen Screen sharen, wenn du weiterspielst, weil ich bin ja dann schon längst fertig. Oh Mann! Nee, wobei, ich kann den ja noch ausräumen und verkaufen fahren dann in der Zeit. Oh, diesmal hat die Brick sogar einen Skin. Das ist ja noch krass. Gefährlicher. Ist eine andere Brick dann, oder ist es keine schon... Keine Ahnung, wahrscheinlich haben die sich einfach den... Das ist dieser kostenlose Skin. Welcher kostenlose? Der, von Halo. Also nichts Besonderes. Nichts, wovor ich jetzt große Angst habe. Mach das jetzt ganz entspannt. Oh Gott. Damit habe ich aber nicht gerechnet. Ich dachte, die wären schon sichtbar. You only have this one try to say that you want to do this together with me. You can have the loot again. We don't have to fight. But if you take me one more time, I swear to God. You will never be able to play this game again, because every time I will find you and I will destroy you. So now give me an answer, or this shall be the fight of your lives. Henry, ich weiß gar nicht, warum die nicht mit dir kooperieren wollen. You have chosen death. Ach du Scheiße, da ist ja keiner von tot. Hoffentlich. You have chosen death! Oh. Oh, wow. Alter, ich bin hier gerade über das Vor am Sprinten, damit die mich nicht abballern, weil der Captain hat richtig viele Pistoleros dabei. Und mit richtig viele meine ich richtig viele. I'm having a little big problem. A little big problem? Yes. Lots of water and lots of not much time. Oh, bei dir im Schiff oder was? Mhm. Das ist kritisch. Da drücke ich dir ja mal die Daumen, dass du mich wieder singst. Ich meine, du hast zwar ein schönes Stimmchen, aber singen musst du dafür trotzdem nicht die ganze Zeit. Oh fuck, ich bin schon wieder tot! Ja, du bist vielleicht die ganze Zeit tot, aber ich werde diesen Raid heute einfach nicht mehr schaffen. Hätte man noch ein Zeitlimit einführen sollen, so nach einer Stunde ist Schluss. Können wir ja immer noch so ansagen. Ja,
Also, ich glaube, wenn du es jetzt im Moment an... Ich bin tot! Das heißt, dein Schiff ist wieder weg? Wahrscheinlich, ja. Nice. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt sinke, gebe ich auf. Wie, dann gibst du auf? Dann gebe ich auf. Dann habe ich keinen Bock mehr. Das ist ja ein Skandal. Aber ich kann es verstehen. Du hast halt einfach keine Chance gegen den Sea of Thieves-Profi. Nur noch einmal dein Maul aufreißt, ich schwöre bei Gott. Dann? Alter, ich schieß mich immer mega scheiße. Oh, oh. Alter, ich sterb schon wieder. Ich bin schon wieder tot, das ist Nummer 9! Wenn ich richtig mitgezählt habe. Aber ihr seht ja die Zahl gerade hier eingeblendet. Da, und da, und da, und da, da auch noch, und da. Henry, du bist so still, was ist los? Halt die Klappe. Bist du gesunken? Halt die Klappe. Also ja. Nein. Das tut mir leid. Nicht? Oh Gott! Jesus! Give me a minute! Give me a freaking minute! You losers! So, nächster Versuch für die Captain's Wave. Bin halt allein an der Captain's Wave jetzt 3-mal gestorben oder so. Aber die ist halt auch stressig. So, Captain Go to Hell Huxer. Oh fuck! Was ist los? Nein! Ich bin untergegangen. Belastend. Dafür sterben die jetzt. Das war's. Dafür sterben die jetzt. They're gonna die. They wanted us. And I got the key! Release the Kraken! Alter, ein Raid in 30 Minuten Solo. Ich glaube, das ist gar nicht so bad. Ich weiß, wie ich dich noch besiegen kann. Wie denn? Indem du den Raid jetzt ohne zu sterben machst. Indem ich den Raid mir einfach machen lasse. Du bist ein Sack. Du musst aber den Schlüssel einsetzen, ne? Wenn du den nicht einsetzt, dann ist dein Raid nicht von dir geschafft. Ist es jetzt klug, das da hinzubringen? Henry! Also ja? Okay, ich glaube, ich möchte nicht mehr mit dir reden. Ich breche hier die Aufnahme jetzt ab. Alte 4 und tschüss. War ein Spaß. Aber man redet halt mit mir. Spackomat. Chillst du da jetzt in einem Busch oder was tust du gerade? Ich laufe schon über die Insel. Ich will das schon ein bisschen spannender halten. Achso, das heißt, du riskierst, getötet zu werden. Praktisch, ja. Warum? Aber ich werde nicht getötet, weil ich skillig bin. Natürlich. Also, du hast auch noch gut Tode gut, ne? Also du bist noch ein gutes Stück vorne. Ich bin halt echt umgestorben. Ich mache halt nebenbei noch den Raid. Aber die Boombons, darum können die sich kümmern. Alter, machen die den Raid jetzt auch nochmal? Nee, ich glaube, die wollten nur dich versenken. Das wäre mega geil. Wenn die gar nicht drauf geiern, den Raid zu machen. Muss ich sagen, wäre schon Premium. Irgendwas ist hier offenbar gerade explodiert. Okay, gutes oder schlechtes Zeichen? Wer weiß. Ich glaube, die haben gerade eine Wave geklärt. Also ich meine, gerade wenn du jetzt anständig Essen hast, dann kannst du das easy reißen. Aber ich werde halt die ganze Zeit vom Boombons gejagt. Und ich bin tot. Wie hat mich das denn getötet? Das Boombon war so weit weg und ich war fully healed. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Okay. Ich gebe auf. Möchtest du mir dann den ersten Punkt verleihen? Ich verleihe dir hiermit offiziell den ersten Punkt, Jannis. Herzlichen Glückwunsch. Wo drin nochmal? Was wo drin? Ja, wo drin kriege ich den ersten Punkt verliehen? Ja, im Raid machen. Ja, im Raid machen in den Challenges, ne? Ja, richtig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke.
Bitteschön. It's a pleasure. So, das war's dann auch schon mit der ersten Challenge der Sea of Thieves Challenges. Schreibt eure Gedanken dazu gerne einmal in die Kommentare und auch weitere Ideen für Challenges sowie Bestrafungen. Jetzt gucken wir aber vor Folgenende noch einmal auf eine kleine Übersicht, damit wir sehen können, wie der aktuelle Punktestand ist. Da wir heute die erste Challenge hatten und schon bereits wissen, Jannis hat gewonnen, ist es nicht allzu schwierig jetzt zu erraten, wer den ersten Punkt bekommt. Natürlich Jannis, wie wir es jetzt hier eingeblendet sehen. Aber wir sehen noch, es sind noch zwei Challenges offen zu machen. Es kann sich immer noch alles drehen. Aber wie es weitergeht, sehen wir definitiv im nächsten Video. Wenn ihr mehr Videos dieser Art sehen möchtet, dann abonniert gerne unseren YouTube-Kanal und liked das Video, damit wir sehen können, dass es euch gefällt. Und schaut auch vielleicht mal bei unserem Twitch-Kanal vorbei, wo wir jetzt in Zukunft ein bisschen weiter streamen werden. Wie dem auch sei, wir sehen uns vor allem wieder auf den sieben Weltmeeren, wenn der Wind wieder richtig steht. Bis dahin, ahoi!